Hallo und schönen guten Tag und ein ganz besonderer Gruß geht raus an den Jürgen. Ich werde euch natürlich seinen Kanal und sein Video verlinken. Jürgen, du hast ja aufgerufen zu einer VA. Wir sollen unsere Top 5 Klappmesser zeigen. Ich habe dir im Kommentar schon geschrieben, dass das bei mir wahrscheinlich recht klassisch aussehen wird. Ich habe hier mal 5 Messer, die es nicht geschafft haben. Da wäre hier mal ein Hartkopf, ein wunderschönes Gentleman-Messer. Da gibt es nichts zu meckern dran. Super verarbeitet. Ein ganz tolles Messer, hat es leider nicht in die Top 5 geschafft. Hier ein Franzose, ein Roquefort, auch ein Top-Messer, hat es aber auch nicht in die Top 5 geschafft. Ich habe da so meine Probleme mit, weil ich alle meine Messer für top empfinde, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Aber man darf halt nur 5 in die Kamera halten. Hier das Leck von Böker Plus, auch ein ganz tolles Messer. Die Klingenform exzellent und auch der Griff liegt super in der Hand. Hat es aber auch leider nicht gepackt. Hier eins meiner absoluten Lieblingsmesser, ein Jagdtaschenmesser von Hubertus. Die Firma gibt es ja leider auch nicht mehr. Habe ich schon ewige Zeiten mal in Solingen bei Hubertus gekauft, im Werksverkauf. Ganz tolles Messer. Ich liebe das Teil. Man sieht auch die Gebrauchsspuren. Aber leider nicht unter den Top 5. Genau wie mein Kissing Grains von meinem Messerhändler. Die Nummer 13 von 60. Auch ein ganz wunderschönes Messer, sehr tauglich, man sieht, es hat Patina, es wird genutzt, aber leider nicht unter den Top 5. Was es nun mal geschafft hat unter die Top 5, ihr werdet staunen, es ist sehr backlastig, aber es sind auch andere Messer dabei. Zum Beispiel hier das Coffin mit Danny Mercada von Böker. Einfach ein ganz tolles Messer. Ich muss immer gucken, dass ich in der Kamera bin. Ich weiß gar nicht, was ich heute habe. Das Messer ist super. Da hat mir der Hans-Heiner Anders einen neuen Anschliff drauf gemacht. Man sieht das bestimmt auch irgendwie im Licht. Hier ist er. Das Messer rasiert, es schneidet. Wunderschönes und in meinen Augen sehr taugliches Modell. Und das ist unter den Top 5. Gefolgt von einem Buck 112, auch eine Serie, die es nicht mehr gibt, mit Kupfergriffschalen und rot gefärbten Knorren. Ich bin ja großer Fan dieser Messer. Die Handlage bei dem 112, die ist wie für meine Hand gemacht. Liegt da wunderbar drin, da wird nichts gequetscht oder so. Ganz tolles Messer und das gehört ganz bestimmt zu meinen Top 5. Ich könnte jetzt natürlich 50 Taschenmesser auswählen, die da genauso gut hineingehören wie die eben gezeigten. Aber es ist halt mal so, dass man nur 5 zeigen soll und das wären schon mal 2 davon. Jetzt kommt wieder ein Klassiker von Hartkopf, ein wunderschönes Messer, spiegelpoliert, toller Griff, wunderschön verarbeitet, ein Gentleman-Messer, gefällt mir super gut, die Verarbeitung ist erstklassig. Das muss man sagen, da gibt es kein Klingenspiel, links, rechts, rauf, runter. Liegt wunderbar in der Hand. Der Griff ist Ebenholz, wunderschön verschliffen, Messingplatinen,
Neue Silberbacken, hinten und vorne ein Backlockmesser. Wunderschönes Teil. Das gehört zu meinen Top 5. Jetzt gibt es wieder ein Bug. Ich habe ja schon gesagt, das ist recht buglastig, mein Video. Hier das 110 mit roten Holzgriffschalen aus der Chairman-Serie. Dieses Messer ist aus dem Jahre 2014. Mal gucken, ob man sieht. Ich denke doch. Hier mit dem Backschildchen eingelassen, auf der anderen Seite mit Chuck Buck unterschrieben. Tolles Messer. Es ist genau wie dieses hier von der Handlage her extrem gut in der Hand liegend und es ist halt etwas Selteneres. Es gibt dieses Messer noch mit dem normalen Klingenstempel und ich hatte halt das Glück, dass ich dieses hier erstehen konnte und das gehört vom Aussehen, Verarbeitung ganz bestimmt in meine Top 5. Was natürlich bei mir als Bug-Fan gar nicht fehlen darf, das ist das Bug 560 Ti. Das ist hier dieses gute Stück. Das ist eins meiner wenigen Titan-Klappmesser und das habe ich auch vom Zweitmarkt. Das ist noch wunderbar erhalten. Ein sehr schönes, klassisches Taschenmesser mit Fingermulden. Das liegt mir auch super in der Hand, obwohl ich sonst gar kein Fan dieser vorgefertigten Fingerrillen bin, weil die Messer meistens so gebaut sind, dass sie die Hand in eine ganz unnatürliche Griffposition zwingen. Das ist hier bei diesem Messer nicht der Fall. Es ist einfach eine Klasse für sich. Hier sind die Griffschalen oder das ganze Messer ist vernietet mit schönen großen Nieten, ganz sauber. Da gibt es also wirklich nichts zu meckern. Kein Klingenspiel, weder auf und ab noch links, rechts. Das sind meine Top 5. Jo, ich habe es ja schon in meiner Antwort unter deinem Video, Jürgen, geschrieben, dass es bei mir richtig klassisch oder backlastig zugeht. Das sind meine Messer, die ich nicht missen möchte. Und ich hätte genauso gut 20 dieser Solinger hinlegen können. Die sind einfach super verarbeitet. Schaut euch das Messerchen hier nochmal an. Sowas nenne ich ist ein echtes Gentleman Knife von Hartkopf. Solinger Wertarbeit und die ist wirklich super ausgeführt. Wie natürlich alle anderen, die ich gezeigt habe, auch. Bei dem französischen, da bin ich mir noch nicht so ganz einig, wie ich es einordnen soll, aber es ist trotzdem ein Top-Messer zum Vespern oder auch zum Wandern. Es ist einfach eine schöne traditionelle Klingenform, insgesamt Messerform. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich danke euch mal alle fürs Reinschauen und Jürgen, ich hoffe, dir hat die kurze VA gefallen. Bis denne. Tschüss.